Ständig kommen aus Griechenland neue Vorschläge, neue Nachrichten und sie scheinen die ganze europäische Welt und darüber hinaus in Atem zu halten. Ich kann dazu nur sagen, eine Regierung sollte sich zunächst einmal besinnen, dann sollte sie konkrete Vorschläge machen und nicht jeden Tag etwas Neues bringen, das dann auch widersprüchlich in der eigenen Regierung kommentiert wird. So schafft die neue griechische Regierung kein Vertrauen. Wir werden uns auf dieses Spiel auch nicht einlassen. Ich bin nicht bereit, jeden Tag neue, unausgegorene Vorschläge zu kommentieren. Es bleibt dabei. Wir haben mit Griechenland Vereinbarungen getroffen, und zwar mit Griechenland und nicht mit einer Regierung. Und diese Vereinbarungen sind einzuhalten. Es ist das gute Recht der neuen griechischen Regierung, ihre Politik zu definieren und diese Politik dann auch auf den Weg zu bringen. Aber für diese Entscheidungen haftet Griechenland selber. Für Entscheidungen dieser linkspopulistischen Regierung darf nicht der deutsche Steuerzahler haften. Das kann Griechenland selbst entscheiden. Und es bleibt dabei Leistung und Gegenleistung. Wir haben die solidarischen Hilfen an ein Programm gebunden. Und dieses Programm wird kontrolliert von der Troika. Und auch dabei muss es bleiben. Da gibt es überhaupt keinen Grund, etwas zu verändern. Und ich muss auch sagen, der Ton aus Athen gefällt mir auch nicht. So geht man in Europa nicht miteinander um. Wir werden heute in der Bundestagsfraktion natürlich auch Richard von Weizsäcker gedenken, der immerhin aus unserer Fraktion kam. Er war stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und er hat diesem Land einen großartigen Dienst geleistet, ein großer Deutscher. So wird er in die Geschichte eingehen. Und er hat uns mit seinem Satz, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs eine Befreiung war, etwas Großartiges hinterlassen. Vielen Dank. Musik.